Nachdem wir jetzt unsere URDF-Datei erstellt haben und mit Check URDF überprüft haben, ob die auch ordentlich angelegt ist, starten wir den MOVEit Setup Assistant mit diesem Befehl roslaunch MOVEit Setup Assistant setupassistant.launch. Und dieser Assistent hilft uns dabei, für MOVEit einen Roboter anzulegen. Wir drücken hier also auf Create New und laden hier an dieser Stelle unsere URDF-Datei. Wir bekommen das hier gleich visualisiert. Und weiter geht's bei Self-Collision. Dieser Schieberegler sagt, wie viele Positionen er durchprobieren soll für alle möglichen Roboterstellungen und schauen, wer mit wem kollidiert. Und wenn man die Option durchführen lässt, hier unten noch aktiviert, welche nicht deaktiviert werden. Also in dieser Liste stehen jetzt alle, die nicht auf Kollision geprüft werden für eine Fahrtplanung, weil sie sowieso ohnehin nicht kollidieren. Das muss man oder sollte man jetzt nochmal überprüfen, ob auch tatsächlich alles gefunden wurde. Also als Beispiel hier oben der Dreharm und der Hauptarm, das ist also der und der, die kollidieren nie. Somit braucht bei Fahrtplanung, dass beides nicht überprüft werden. Wenn natürlich dieser Arm so weit nach unten sich drehen kann, dass er da kollidieren könnte mit, sollte man das Disabled hier rausnehmen. Durch die Limits von diesem Gelenk ist das aber ausgeschlossen, die kollidieren nie. Der hier, Dreharm und Mähkopf, das heißt das Teil und das Teil, die können kollidieren und deswegen sollte man das auch in der Kollisionsprüfung drin lassen. Und so weiter und so fort. Das sollte man also mal grob überprüfen, ob das stimmen kann. In dem Fall ist das Wichtigste, dass dieses Arbeitsgerät hier oben nicht ausgeschlossen wird. Also zum Beispiel Mähkopf und Multicar, das ist das Wichtigste. Also dieser Mähkopf und dieses Multicar sollte auf jeden Fall geprüft werden für die für den Kollisionscheck. Okay, kann man weitergehen zu Virtual Joints und hier muss man eins anlegen. Und zwar muss man diesen ganzen Roboter in der Welt sich bewegen lassen können. Also nimmt man einfach den Baselink, sagt Parent Frame, Virtual Joint. Das ist einfach eine Vorgabe. Und man sagt Planar, das heißt also, dieser Baselink darf hier frei in der Welt rumfahren. Dann ist das MOVEit zufrieden. Planning Groups heißt also, der Arm ist meine gesamte Planning Group. Ich nehme hier einen Kinematic Solver und füge hier die Joints hinzu. Das wäre in dem Fall also translatorisch, darf der Schlitten, dann Rotation, Dreharm, Hauptarm, Hauptarm, Nebenarm und so weiter und so fort. Diese sind also meine Planning Group. Okay. Robot Poses kann ich jetzt anlegen, möchte ich aber nicht. Das sind also Standardstellungen, wie die Standardposition von dem Roboter ist. Oder ich mach's mal, denn es gibt hier, wenn man das in Deutschland macht, gibt es einen kleinen Bug. Und zwar ist das ein, wie immer, ein Punkt-Komma-Problem für Textdateien. Man kann jetzt hier also irgendeine
Neutralstellung definieren. Sagen wir mal so. Sagen wir mal, so ist die Neutralstellung, nennen das Neutralstellung Safe. In dem Punkt möchte er den Endeffektor wissen, das ist bei uns also hier zum Beispiel der Punkt. Mähwerk zum Beispiel, Endeffektor Group ist das Arbeitsgerät und der Parent Link ist Mähkopf. Das ist also das Gerät hier unten und der Endeffektor soll also hier unten am Mähkopf sein. Passive Joints kann man noch festlegen, die also gar nichts damit zu tun haben. Das sind hier einfach nur aus optischen Gründen die vier Räder. Die haben mit dieser ganzen Sache hier gar nichts zu tun. Und dann sind wir auch schon fertig. Nennen sollte man es Robotername-Moveit-Config. Das ist bei mir also Multicar. Also Multicar-Moveit-Config. Und dann drückt man hier auf Generate. Und er sagt, jawohl, er hat das gemacht. Jetzt kann man hier aus diesem Setup Assist rausgehen. Und theoretisch kann man sich jetzt mit ROS Launch Multicar Moveit Config, das ist also der Name, den wir gerade festgelegt haben, Demo.Launch das Ganze starten. Und da wird er jetzt aber meckern. Und ich zeige auch gleich mal warum. Na, er hat hier ein Problem. Das Problem ist folgendes. Unable to pass joint value 5, das ist, weil wir eine Neutralstellung definiert haben und wie gesagt, es gibt da einen Bug in der SRDF. Und zwar ist das wahrscheinlich in Deutschland ein Bug. Hier muss man einfach statt Komma Punkte reinmachen. Das sind also die Stellungen für die Neutralposition. Das ist einmal an dieser Stelle der Fall und ich glaube, das war's schon. Also speichern, fertig. Und die ganze Sache starten. Keine Fehler, all is well, everyone is happy, you can start planning now. Schauen wir es uns mal an. Wir haben hier also unseren Endeffektor und können mit dem rumschieben. So, und sagen wir, er soll mal hierhin planen. Ich möchte mir den Pfad nicht im Loop angucken. Hier Plan and Execute. Und wir sehen, aha, er läuft dahin. Machen wir mal einen Run on Valid. Zum Beispiel. Oh. Ah, man sieht der Roboter. Zeigt hier auch an, das ist eine Kollision, das ist nicht valid. Also das ist deswegen eine Kollision, weil hier um dieses Multicar eine Box gezogen wurde. Das ist also nicht valid für ihn. Das möchte er also nicht. Cool State können wir jetzt auch in die Neutralstellung bringen. Ups, da scheint es noch ein Problem zu geben. Ansonsten funktioniert die Fahrtplanung.